So, was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen zu einem neuen Vlog von mir hier auf meinem Kanal. Und heute mit einer neuen Serie, einer Vlogger-Serie, weil ich diese Vlogs eigentlich auf meinem zweiten Kanal machen wollte. Allerdings habe ich diese Vlogs dann auf diesen Kanal übertragen, weil es anscheinend doch sehr vielen Leuten gefällt. Hoffe ich zumindest. Übrigens, lasst euch nicht von diesem Besen da hinten stören. Mein neuer Kumpel, der chillt da. Und wir sind immer mit einer Familie. Ja, das sind wir. Heute gibt es eine neue Serie und zwar nennt sich die, ich weiß gar nicht, wie ich die nennen werde, aber vielleicht so privat oder Danny Privat. Danny Privat, wo ich eigentlich eher ein paar Real-Life-Stories erzähle, aber eher irgendwie auch Privatgeschichten, die ihr einfach niemals erfahrt, beziehungsweise erfahren würdet, weil es ja quasi die meisten Videos nur Call of Duty Videos sind und dort erfährt man halt sowas nicht über die Person, die spielt. Und ja, ich dachte mal, ich fange mal ziemlich heftig an, also mit einem ziemlichen Highlight. Und zwar geht es um eine peinlichste Story. Übrigens, Besen hört auch uns zu, der sagt, das ist voll interessant, was ich erzähle. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Also wie gesagt, heute geht es um meine peinlichste Story und um meine erste Liebe. Es ist quasi so, eigentlich mache ich das immer so, dass ich in einem Video immer etwas erzähle, über was ich halt erzählen will, aber nicht das Thema wechsle. Also ich bleibe wirklich bei dem einen Thema. Wenn es ein Video über die peinlichste Aktion ist, da bleibe ich auch dabei und erzähle nicht noch andere Stories. Andere Stories werde ich dann in anderen Videos erzählen. Aber heute geht es um meine erste Liebe und die peinlichste Geschichte. Und da das zusammen ist, halt in einem Video. Ihr könnt auch schon gerne in die Kommentare schreiben, was ihr in Zukunft sehen wollt. Also welche Stories, zum Beispiel über Fitness. Aber ihr werdet sehen, wie es in dieser Folge aussehen wird. Und zwar, also ich ging mal damals in die 5. Klasse und ja, ich war auch mal jung. Damals war ich 2, heute bin ich 6. Und ich muss sagen, wenn ich so überlege, war ich damals echt anders. Denn ich war einfach anders. Und zwar gab es da so ein Mädchen in meiner Klasse. Und als ich in der 5. Klasse war, war ich, wie gesagt, total anders. Und ich habe ganz anders gedacht. Und ich habe das noch gar nicht alles verstanden. Nicht mal, wie wirklich auch Sex funktioniert. Ich wusste das alles gar nicht so wirklich. Ich erinnere mich noch, als ich in der 4. Klasse war und ich zur Lehrerin gesagt habe, weil mir das peinlich war. Und ich auch, um ehrlich zu sein, nicht genau wusste, wie Kinder produziert werden, beziehungsweise gezeugt werden. Und ja, das war in der 4. Klasse. Da habe ich zur Lehrerin gesagt, die Kinder kommen durch viel Essen. Naja, ich wurde dann ausgelacht, aber das war ja das letzte Jahr auf der Schule. Da kam ich ja in die 5. Klasse. Nun, dann war ich in der 5. Klasse und dort hatte ich natürlich meine Kumpels und so weiter und so fort. Und dort gab es dieses eine Mädchen, was auch ihre Freunde hatte. Nun, ich muss sagen, dieses Mädchen war relativ süß. Sie hat nicht viel gesprochen, sie war eigentlich ziemlich leise. Und ich habe bis heute noch nie in meinem Leben ein Wort in Real Life mit ihr gesprochen. Noch nie. Nicht ein einziges Wort. Ich ging mehrere Jahre mit ihr in die Klasse, aber ich habe noch nie ein Wort zu ihr gesagt und sie auch nicht zu mir. Und der einzige Grund war einfach nur, weil wir ziemlich aufgeregt waren und ja, er gesagt, ich war aufgeregt und normalerweise muss ja immer der Junge den ersten Schritt machen und das habe ich nicht getan. Nun, auf jeden Fall habe ich sie wirklich im Unterricht dauerhaft angeguckt, also wirklich immer angeguckt, sobald sie irgendwie weggeguckt hat, weil ich einfach so verliebt war, bis zum geht nicht mehr. Und immer wenn irgendwie der Lehrer was sagen wollte oder der Lehrer sagte, dass wir zu ihm gucken sollen, habe ich immer auf sie geguckt, weil ich wusste, dass sie in dem Moment nicht irgendwo anders hinguckt, weil ich wollte nicht, dass sie das sieht, dass ich auf sie gucke. Und dann habe ich sie immer angesehen. Nun, da gab es noch einen anderen Jungen in meiner Klasse, der stand auch auf sie. Das merkt man ja immer, wenn man eine Person immer so anguckt. Das war immer so meine Philosophie. Gibt es das Wort eigentlich? Philosophie, genau. Wenn man wirklich, vor allem auch in jüngeren Klassen, wenn man ein Mädchen oder halt einen Jungen erst anguckt, dann findet man sie halt attraktiv oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Und ich habe sie halt angesehen und ein anderer Junge, das war mein Kumpel, der hat das auch immer getan. Und naja, dann hat sie auch ab und zu mal so vorbeigeschaut und ich habe immer wirklich, ohne Scheiß, als ich jeden Morgen aufgestanden bin, habe ich mich so aufgestylt. Ich habe wirklich, ich glaube, eine Stunde bin ich früher aufgestanden, habe mich nur aufgestylt, damit ich attraktiv zur Schule komme. Und auch wenn ich in dem Moment, also in der 5. Klasse jetzt nicht gerade gut aussah oder so etwas, aber ich muss sagen, ich sah okay aus. Und dann habe ich mich so aufgestellt jeden Morgen, dass ich wenigstens etwas attraktiv in die Schule komme, sodass sie mich so oft wie möglich ansieht. Nun, wie gesagt, dann gab es diesen anderen Jungen in der Klasse und es war immer so, manchmal hat sie mich sogar angesehen, dann war ich extrem glücklich und auf einmal hat sie ihn angesehen. Und dann war ich wieder so richtig verzweifelt, dann gucke ich immer so hin, wieso hat sie ihn gerade angeschaut? Und ich konnte es wirklich nicht verstehen, weil ich wirklich so stark verliebt war. Habe auch zu meinem besten Freund damals gesagt, der in die Nachbarklasse war damals noch die Hauptschule, und mit dem war ich halt befreundet, hat gesagt, Digga, ich stehe so auf die. Gut, damals habe ich das Wort ja gar nicht verwendet, aber das ist ein anderes Thema. Heutzutage verwende ich ja eigentlich jede Stunde irgendwie einmal. Oder auch jede Minute oder jede Sekunde. Naja, auf jeden Fall habe ich immer so erzählt, ja, ich bin so verliebt, so ultra verliebt. Und ich weiß, ich war verliebt und
so richtig verliebt, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe nichts gemacht. Und die Jahre vergingen und ich habe die Klasse sogar einmal wiederholt, weil ich halt nichts für die Schule gemacht habe. Dann habe ich ein Jahr wiederholt und dann wurde ich von ihr quasi getrennt, beziehungsweise von meiner alten Klasse. Aber bevor das passiert ist, ist noch was passiert, was... Wenn mich jemand fragt, was meine peinlichste Aktion ist, dann würde ich definitiv sagen, dass das meine peinlichste Aktion ist, weil es wirklich eine sehr, sehr peinliche Aktion ist. Und zwar wusste ich schon so, ja, du hast nichts für die Schule gemacht und so. Und ja, wahrscheinlich musst du wiederholen. Und ich war richtig schlecht gelaunt und ich konnte es gar nicht glauben und so weiter und so fort. Und dann dachte ich mir so, scheiße, jetzt habe ich nie wieder die Chance, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Und dann habe ich etwas gemacht, was ich nicht hätte machen sollen und das war wirklich richtig peinlich. Vorher wollte ich noch sagen, dass ich sie damals in Schülervorzelt hatte. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt, aber das war das damalige Facebook für Jugendliche. Und das war so berühmt, ich kann mich noch ganz genau erinnern, als Schülervorzelt rausgekommen ist. Also das war wirklich sowas wie ein... Man saß da wirklich den ganzen Tag dran und hat wirklich den ganzen Tag an Schülervorzelt gehockt. Und man war quasi süchtig und es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Heutzutage gibt es die Seite nicht mehr. Jetzt gibt es nur noch irgendwie so andere Vorzelt. Irgendwie so für Ältere, irgendwie StudiVZ oder sowas, keine Ahnung. Ich weiß selber nicht mehr, wie die heißen. Aber SchülerVZ gibt es nicht mehr, weil es einfach so inaktiv wurde irgendwann. Und ja, ist eigentlich schade, aber jetzt gibt es ja Facebook. Und ich hatte sie immer in meiner StudiVZ-Freundesliste, aber ich habe ihr nie geschrieben. Nicht mal geschrieben. Ich habe mich nicht getraut, ihr zu schreiben. Also wenn ich mich nicht mal traue, ihr zu schreiben, wie soll ich sie dann ansprechen? Wenn ihr versteht, was ich meine. Na gut, auf jeden Fall wusste ich, das Ende nähert sich und ich war ziemlich schlecht in diesem Jahr. Und ja, ich habe mich halt eher so aufs Gaming und sowas fokussiert. Aber mein Ende nähert sich, dachte ich so. Und dann wollte ich irgendwas tun, um ihr meine Liebe zu zeigen. Und dann habe ich mir erstmal Gedanken darüber gemacht, was kann ich machen, damit ich ihr zeigen kann, dass ich auf sie extrem stehe. Und dann habe ich etwas getan, was ich, wie gesagt, nicht hätte tun sollen. Und zwar habe ich erstmal mit einem Kumpel darüber gesprochen und ihm gesagt, Digga, ich habe etwas ganz Bestimmtes vor. Und das war so eine schreckliche Idee, dass ich einfach keinen Bock mehr habe, das zu erzählen. Nun ja, ich habe ihr einen Liebesbrief geschrieben. Ein Liebesbrief, ja. Weil ich über die ganzen Jahre einfach so verzweifelt wurde und einfach auf sie so sehr stand, dass ich einfach keinen Ausweg mehr wusste und richtig verzweifelt war. Und ich wollte, dass sie weiß, beziehungsweise, dass irgendwas passiert. Aber ich habe nicht drüber nachgedacht, was ich falsch mache. Auf jeden Fall saß ich dann zu Hause und jetzt müsst ihr euch das reinziehen. Und zwar habe ich ein Bild gemalt. Also ich hab halt diesen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese Postkarten, die man aufklappen kann. Und habe dann eine Postkarte gekauft. In unserem Zentrum, also da, wo ich damals gelebt habe, habe ich eine Postkarte gekauft, bin nach Hause gefahren und habe dort auf diese Postkarte ein riesiges Herz gemalt. Exakt die Mitte, sodass wenn man es aufklappt, dass man dieses Herz sieht. Und dachte ich mir so, dieses Herz ist einfach nicht genug. Ich muss noch etwas hinzufügen. Ich muss nicht so lachen, weil es so bescheuert ist. Und dann habe ich noch Pfeile gemacht. Also so ein Pfeil, der quasi von unten links reingeht und von oben rechts rauskommt. Und dann habe ich diesen Pfeil gemacht und dann habe ich noch es richtig schön gemacht, sodass man so eine kleine Spiegelung im Herzen sieht und dass der Pfeil so, wenn er reingeht, dass da noch so kleine Striche rausgucken, sodass man richtig sieht, dass der Pfeil da drin ist. Habe sogar gegoogelt, wie sowas aussehen könnte, habe mir richtig viel Mühe gegeben und habe jetzt zum Höhepunkt an die Seite geschrieben, ich liebe dich. Ja, das habe ich getan. Nun, jetzt war noch das Problem. Ich meine, ich habe noch nie mit ihr gesprochen. Ich wusste nicht genau, was ich sagen soll. Ich war ziemlich, wenn man mit einer Person nicht spricht, vielleicht kennt das jemand, mittlerweile habe ich dieses Problem natürlich nicht mehr, aber wenn man mit der Person nicht spricht, man geht in dieselbe Klasse, man spricht einfach nicht miteinander. Man tut es einfach nicht. Wie soll man bitte schon einer Person dann einen Liebesbrief geben? Wie peinlich ist das denn? So in die Hand. Und jetzt kommt's, Leute. Ich war so verzweifelt. Ich wollte diesen scheiß Liebesbrief loswerden und dann habe ich gewartet, bis alle aus der Klasse rausgegangen sind. Die Pause fing an, meine Freunde sagten so zu mir, ja, willst du nicht mit rauskommen, Danny, wir haben Pause, ne? Und ich dann so, ja, ich muss noch kurz was machen, geht schon mal raus, ich komme gleich nach. Nur das Problem war allerdings, dass ich nicht der Einzige war, der noch ein bisschen länger in der Klasse geblieben ist, weil sie und ihre Freundin waren ziemliche Streber, also sie waren sehr gut in der Schule, so auf die Mappen immer sehr ordentlich, wogegen ich auch nichts habe. Ich wünschte, ich wäre auch ein Streber gewesen, also nicht falsch verstehen, aber die waren ziemliche Streber und auch sehr gut in der Schule. Und das Problem war, sie sind auch in der Klasse geblieben. Und ich hatte so das Gefühl, auch wenn ich es in der nächsten Pause hätte machen können oder auch am nächsten Tag, aber ich wollte es heute machen. Und dann habe ich es einfach so, bin ich zu ihrem Tisch gegangen und das war wirklich offensichtlich. Das war so ein U, also aus den Tischen wurde so ein U und ja, das hat man gesehen. Ihre Freundin hat das auch gesehen. Beziehungsweise, ich glaube, sie hat etwas gemacht an ihrem
Platz. Sie hat das nicht gesehen, aber ihre Freundin, ihre beste Freundin hat das gesehen. Und dann habe ich, bin ich zu ihrem Tisch gegangen, habe ich das so hingeworfen, so richtig schnell, so, möchte ich mal vorstellen. So einfach so. Und da bin ich aus der Klasse gerannt. Und dann war ich fertig. Und das Schlimmste ist, das Allerschlimmste ist, dass ich nie eine Antwort drauf bekommen habe, noch nie. Ich weiß nicht mal, also ich bin mir hundertprozentig sicher, sie hat es gelesen. Aber ich habe noch nie eine Antwort drauf bekommen, noch nie. Also nicht mal von dieser Freundin irgendwie. Also ich glaube, die haben es gar nicht so wirklich erwähnen wollen, so wirklich, weil es doch wirklich so peinlich war. Und ich glaube, das wollten sie mir einfach ersparen. Und bis heute, wenn man mich fragt, so, was war deine peinlichste Aktion, dann war es definitiv das. Also ich habe noch eine andere, aber die erzähle ich in einem anderen Video. Das war ziemlich peinlich, war sogar nur ein, zwei Jahre her und es war sehr, sehr peinlich. War eine Aktion in der Bahn, die erzähle ich mal in einer anderen Story. Und ja, das war meine peinlichste Aktion. Und wie gesagt, ich habe sie noch nie mit ihr gesprochen, weil ich halt dann aus dieser Klasse weg war. Und natürlich hat sie die Schule auch vor mir beendet, weil ich einmal wiederholen musste. Und danach habe ich sie nie wieder gesehen. Und ich glaube, ich sollte sie mal anschreiben, weil heutzutage habe ich ja natürlich kein Problem mehr damit. Natürlich heutzutage rede ich mit dem Mädchen bis zum geht nicht mehr. Aber damals war es wirklich richtig heftig. Und ja, das war die Story. Und das war Danny Privat Nummer 1. Ich hoffe, euch ist es gefallen. Es gibt so viele Sachen, über die ich reden kann. Und es sind nicht alles Real-Life-Stories. Das ist Unsinn. Weil das war jetzt sozusagen eine Real-Life-Story. Das stimmt. Aber also ich will auch gerne über Fitness und alle Sachen, die mich persönlich sehr interessieren, reden. Und vielleicht irgendwie Sachen erwähnen, die persönlich mein Leben verändert haben und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, wie es ankommen wird. Vielleicht wird es auch gar nicht den Leuten gefallen. Ich habe keine Ahnung. Aber ich hoffe, es kommt gut an. Und wenn das der Fall ist, dann lasst einen Daumen nach oben da. Ja, mal sehen, wie viele Daumen wir schaffen können. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Sagt Tschüss zu Besen. Er gehört zu meiner Familie. Er ist ein Mitglied meines Stammes. Bewerten, kommentieren nicht vergessen. Abonniert jetzt meinen Kanal, um unsere Nation beizutreten. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Tschüss.